Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Die Burg Falkenstein erhebt sich auf einen Bergsporn über dem Selketal. Sie ist eine der ältesten, eindrucksvollsten und besterhaltensten Burganlagen des Harzes. Ihre Entstehung geht weit bis ins 12. Jahrhundert zurück. Und diese Burg möchte ich euch heute etwas genauer vorstellen. Der Falkenstein wurde in der Mitte des 12. Jahrhunderts unter Burchard I. von Konradsburg errichtet. Fortan nannte sich die Familie nach dem neuen Stammsitz. Über eine Eheverbindung mit dem Haus der Grafen von Amensleben-Hillersleben erhielten die Falkensteiner deren Grafenrechte im Nordthüringau. 1155 sind sie erstmals urkundlich erwähnt. Um 1200 gelangten die Falkensteiner in den Besitz der Vogtei über das reichsunmittelbare Stift Quedlinburg. Im 13. Jahrhundert, vermutlich unter dem Grafen Otto I. und Heuer II., erfolgten erste bauliche Veränderungen. Spätestens am Ende des 13. Jahrhunderts war die Burg Hauptwohnsitz des Adelsgeschlechts. Otto IV. Und Wolrath hatten im nordöstlichen Harz eine gefestigte und anerkannte Stellung inne. Dazu trug auch die Übernahme der bedeutenden Herrschaft Arnstein mit der gleichnamigen Burg und der Stadt Hettstedt bei. Ein unerwarteter Bruch entstand nach dem Tod Otto IV. Um 1323. Sein Nachfolger Burchard V. schenkte 1332 Burg und Herrschaft Falkenstein den Bischöfen von Halberstadt. Mit seinem Tod 1334 erlosch das Geschlecht der Grafen von Falkenstein. Die Herren von Asseburg entwickelten im 15. und 16. Jahrhundert eine rege Bautätigkeit. Zu den bedeutsamsten Bauherren zählt Graf Bernd VI. Von Asseburg-Falkenstein. Die Herren von der Asseburg übernehmen 1437 Burg und Herrschaft Falkenstein zunächst als Pfand, schließlich 1449 als erbliches Lehen vom Bischof von Halberstadt. 1446 setzt sich Bernd IV. In Alleinbesitz des Falkensteins und der Güter um Sangerhausen. Er begründet die gefestigte Stellung der Asseburger nördlich und südlich des Harzes. Zeitweilig gelangen so die Burg Heum, das Dorf Radisleben, der Flecken Ballenstedt, Stadt und Burg Harzgerode mit den Bergwerken und die Stammburg Anhalt in seinen Besitz. Um sein Seelenheil besorgt, stiftete er neben anderen kirchlichen Zuwendungen 1518 die Konradsburger Spende, eine jährliche Gabe von Kleidung und Lebensmitteln an Bedürftige. Angeblich von einem Diener erschossen und aus dem Fenster gestürzt, endet er vor 1521. Der Nachwelt blieb Bernd VI. In der Sage von der Tidianshöhle erhalten. Der neue Saal entstand im 16. Jahrhundert als Hauptsaal der Burg. Die Bezeichnung änderte sich im 19. Jahrhundert in Rittersaal. Der Raum wurde damals im Stil der Neogotik als Bankettsaal eingerichtet. Bei der Übernahme von Burg und Herrschaft Falkenstein müssen sich die Asseburger verpflichten, binnen 10 Jahren 2000 rheinische Gulden an der Burg zu verbauen. Ein Indiz für den verkommenen Zustand nach rund 100-jähriger bischöflicher Herrschaft. Als erster Bau entsteht nach der Belehnung der neue Palas, ein schlichtes, zweigeschossiges Fachwerkgebäude mit Bruchsteinausfachungen. Durch Ausschüttung des Hofes sank das alte Erdgeschoss zum Keller hinab. Das neue Erdgeschoss des Palas erhielt den alten Saal. Im Obergeschoss reihten sich 3 Wohnräume aneinander. Bernd VI. Lässt ab 1490 das dreigeschossige Gebäude im Südflügel errichten.
Das Erdgeschoss nimmt die schwarze Küche ein, deren Kaminschlot auf starken Rundbögen steht und rund 17 Meter hoch ist. Daneben entstanden eine Speisekammer im ersten Obergeschoss, die Rüstkammer im zweiten Obergeschoss, der neue Saal. Der Landesherr Kardinal Albrecht von Brandenburg erzwingt 1530 einen Vergleich, der die asseburgischen Güter vereinigt. Gesamtverwalter wird Johann der Achte. Nach dem Tod der meisten Mitbesitzer und dem Ende der Vormundschaft übergibt Johann der Achte die asseburgischen Besitzungen 1556 seinen Neffen Heinrich dem Dritten, der 1573 kinderlos stirbt. Nunmehr teilen sich die vier Söhne Johanns dem Achten im Vertrag von Amfurt 1575 das reiche Erbe. Sie begründen die vier neueren Linien der Herren von Asseburg. Ihren Höhepunkt erreichten Einfluss und Besitz der Asseburger unter Johann dem Achten. Er gilt als umsichtiger Haushälter und Bauherr. So verwaltet und mehrt er die Asseburger Besitzungen. Gleichzeitig lässt er die Burg Falkenstein weiter ausbauen. Daneben ist Johann der Achte ein vielgerühmter Militär in ständig wechselnden Diensten. 1547 führt er die schwarzen Reiter des berüchtigten Markgrafen Albrechts von Kulmbach, aber schon 1550 steht er im Aufgebot des Kurfürsten Moritz von Sachsen vor Magdeburg. Zur Zeit der Regierung von Fürst Heinrich von Anhalt verfasste der anhaltische Eik von Repgow aus Reppichau hier nach 1220 den Sachsenspiegel, das erste deutsche Rechtsbuch. Die überlieferten Quellen sind spärlich. 6 Urkunden beweisen, dass zwischen 1209 und 1233 ein Eik von Repgow in einem Gebiet zwischen Magdeburg und Halle zwischen und Mulde lebte und als Zeuge bei Rechtsakten in verschiedenen Gerichtsorten auftrat. Diese Handlungen standen im Zusammenhang mit politisch einflussreichen Adligen des östlichen Harzvorlandes und deuteten auf eine gewisse Stellung seiner Person hin. Vermutlich wurde Eike um 1180 im Dorf Reppichau bei Dessau geboren. Nach 1233 verliert sich seine Spur. Mit Sicherheit verfügte er über eine gewisse Bildung und Kenntnisse des geltenden Rechts. In 2 der Urkunden steht Eike in der Zeugenreihe mit Graf Heuer von Falkenstein. Als nachgeborener Sohn des Grafen Otto dem I. sucht Heuer in der Vogtei über das wohlhabende, reichsunmittelbare Quedlinburger Damenstift eine eigene Machtbasis aufzubauen. Seine Stellung konnte er im jahrelangen Ringen gegen die Äbtissin durchsetzen und festigen. In diesem Streit könnte ein persönliches Interesse für die Aufzeichnung des Rechts liegen. Als Frauenzimmer bezeichnet man an Höfen des 15. Jahrhunderts den gesamten Hofstaat einer adligen Hausherrin sowie ihre Gemächer. Dazu konnten mehr als 50 Personen beiderlei Geschlechts gehören. Gefolgsleute waren zum Beispiel Hofmeister und Hofmeisterinnen, Hofdamen, Ehrendamen, ein Kaplan, Edelknaben oder eine Beschließerin, die auch eine Adlige sein konnte.
Die Beschließerin war ursprünglich im mittelalterlichen ritterlichen Haushalt oder im adligen Hofstaat die für die inneren wirtschaftlichen Abläufe verantwortliche Person. Sie konnte eine Adlige, eine Freie oder eine Abhängige sein. Unter den abhängig Arbeitenden gab es Zofen, Jungfern, Dienerinnen, Näherinnen, Wäscherinnen, Köchinnen und Köche, Mägde, Knechte, Diener, Ofenheizer, Torhüter, Narren und mehr. Der Frauenhofstaat wurde oft getrennt von dem des Mannes geführt und durch eine Frauenzimmerordnung geregelt. Die Räume befanden sich häufig in einem separaten Teil des Gebäudes und besaßen mitunter einen eigenen Eingang. Solche räumlichen Voraussetzungen und die häufige Abwesenheit der Männer begünstigten die Schaffung selbstbestimmter Freiräume durch die Frauen. Einige von ihnen zogen diese Art der Geselligkeit einer Ehe und dem entsprechenden Verlust der Eigenständigkeit vor. Steht Johann bei Sievershausen erneut an der Seite des Kurfürsten Moritz. In der Schlacht fällt der Kurfürst, während Johann verwundet wird. Kurfürst August von Sachsen versichert sich 1565 des Asseburgers und ernennt ihn zum Oberhauptmann in Thüringen. Offensichtlich hat Johann Ambitionen, in den Dienst Elisabeths I. von England zu treten. Doch schon 1566 zieht Johann der VIII. An der Spitze seiner Reiter im Heer Kaiser Maximilians II. Nach Ungarn gegen die Türken. Der Feldzug des Jahres bleibt ohne entscheidende Schlachten, sodass ein Teil des Heeres Winterquartier nimmt. Die Strapazen des Feldzuges werfen ihn schließlich auf das Krankenlager. Am 17. Mai 1567 stirbt Johann der VIII. Und wird dort beigesetzt. Von Zeitgenossen wird August Ludwig als äußerst gutmütig, aber aufbrausend und heftig wie wenige charakterisiert. Er selbst schätzt sich in einem Brief an Freunde so ein: eifersüchtig, mit viel Sinn für Religiosität, Häuslichkeit, Wirtschaftlichkeit, Ordnungsliebe, Jagdleidenschaft, Treue zum preußischen Königshaus, Repräsentationsbedürfnis, nicht zuletzt eine romantische Ader mögen das Bild des Mannes ergänzen, der Amts- sowie Burg Falkenstein und Schloss Maisdorf im 19. Jahrhundert nachhaltig prägte. Am 11. Januar 1796 wurde August Ludwig in Gunzleben geboren. Nach dem Besuch der Ritterakademie und einer Ausbildung zum Forstwesen nahm er gemeinsam mit seinem Bruder Maximilian Asche an den Befreiungskriegen ab 1813 teil. Nach dem Erbfall des Maisdorf-Falkensteiner Besitzes reichte August Ludwig den Abschied ein und widmete sich fortan seinem Eigentum. Während der Befreiungskriege hatte August Ludwig die Freundschaft des späteren Königs Friedrich Wilhelm IV. Gewonnen. Diese Beziehung war seiner Karriere am preußischen Königshof durchaus förderlich. Noch unter Friedrich Wilhelm III. Wurde August Ludwig preußischer Hofjägermeister. Friedrich Wilhelm IV. Erhob ihn 1840 in den Grafenstand und die Herrschaft
zu Mindergrafschaft. Graf Ludwig I. von der Asseburg-Falkenstein avancierte zum Oberjägermeister und Chef des königlichen Hofjagdamtes. Seine Ämter und Würden zogen Verpflichtungen nach sich. In den Waldungen um den Falkenstein fanden Hofjagden statt, die ein illustres Publikum sahen. 1839 sind König Ernst August von Hannover, Kronprinz Friedrich Wilhelm und die preußischen Prinzen Karl und August zu Gast. 1843 trafen sich zur Dreikönigsjagd Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen, Ernst August von Hannover und Friedrich August von Sachsen mit entsprechendem Gefolge auf dem Falkenstein. Später zählten unter anderem Otto von Bismarck zu seinen Gästen. Der Falkenstein gab für diese Gesellschaft eine ideale romantische Kulisse. Ludwig I. sorgte für die Erschließung seiner Herrschaft durch Fahrstraßen und Wege. Unter anderem wurde 1845 das Viadukt über das schiefe Tal vollendet und damit die Verbindung zwischen Maisdorf und dem Falkenstein und Pansfelde grundlegend verbessert. Ludwig I. ging insgesamt 5 Ehen ein. 3 seiner Gemahlinnen, Anna von der Schulenburg, Konstanze von Butler und Adelheid von Fürstenstein, überlebte er. Die Ehe mit Emma von Alversleben wurde nach rund einem Jahr geschieden. Seine letzte Ehefrau Adelheid von Fürstenstein, die er 1843 heiratete, lebte bis 1890. Er selbst starb am 24. Oktober 1869 und wurde in der Maisdorfer Gruft bestattet, die er selbst 1834 hatte errichten lassen. Die Abbrüche Ende des 18. Jahrhunderts wirken sich auf den Erhaltungszustand der Burg verheerend aus. August Ludwig von der Asseburg steht vor der Aufgabe, den Falkenstein wieder in einen nutzbaren Zustand zu versetzen. Der Zustand des Bergfrieds erzwingt schon 1781 eine erste Instandsetzung. Sein drohender Einsturz erfordert 1826 eine gründliche Wiederherstellung. Seit 1819 ist August Ludwig von der Asseburg mit dem Ausbau der Wohnräume befasst. Als einen romantischen Jagd- und Sommersitz lässt sich August Ludwig 1831 das Obergeschoss von Palace und Alter Hofstube durch Friedrich August Stühler zu einer Folge neogotischer Räume umarbeiten. Zum Unterbringen allerhöchster Jagdgäste wird der alte Saal im Erdgeschoss des Palas von Stühler in 3 Königszimmer unterteilt und neogotisch ausgestaltet. Für die allherbstlichen Jagdbankette lässt Graf Ludwig I. den neuen Saal 1843 in Erwartung 3 Könige zum Fest- oder Rittersaal umwandeln. Der Grundbau der Kapelle stammt aus dem 12. Jahrhundert. Ein Jahrhundert später erfolgten erste bauliche Veränderungen.
Die Kirchenfenster, vermutlich aus Wurzen, stammen aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Sie zeigen die Verkündigung, Geburt Christi, Anbetung der heiligen drei Könige und Darbringung im Tempel. Der Raum erhielt Ende des 16. Jahrhunderts die Wand- und Deckenmalerei und neues Gestühl. Gleichzeitig wurde die Fensteröffnung zu einem spätgotischen Maßwerkfenster verändert. Im Mittelalter befand sich an dieser Stelle eine freistehende Küche. Ende des 15. Jahrhunderts entstand das heutige Gebäude mit der Burgküche im Erdgeschoss. Der Raum diente nach 1945 als Museumseingang. 98 wurde die alte Küche wieder funktionsfähig eingerichtet. Die Burg Falkenstein diente 1978 als Kulisse für die Fernsehserie Spuk unterm Riesenrad. In der Kinderserie fliehen die versehentlich zu neuem Leben erweckten Puppen, Hexe, Rumpelstilzchen und Riese aus einer Geisterbahn. Sie wollen die Menschen von der Burg Falkenstein vertreiben und hier ihr eigenes Reich errichten. Glockengeläut, grausiges Geheul und ohrenbetäubender Krawall erschallen vom Bergfried. Der Tumbe aber, gutherzige Riese, erkennt am Ende der Geschichte die Verschlagenheit Rumpelstilzchens und hilft, den Bösewicht zu besiegen. Mit diesem wunderschönen historischen Hintergrund möchte ich mich dann ganz herzlich von euch verabschieden. Ihr habt nun ganz interessante Einblicke in die Geschichte der Familie von Asseburg erhalten, habt die wunderschönen historischen Burgzimmer gesehen. Hat euch dieses Video gefallen, dann würde ich mich wieder über einen Daumen hoch freuen. Und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgenvideo verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!